Ja, meine Freunde, es geht rund. Das ist das Kinderzimmer von mir hier. Also nicht meins, sondern das Kinderzimmer in meinem Haus. Hier stand vorher eine Aufzuchtstation für die Vögel. Das haben wir ja alles abgegeben durch den Tod meiner Frau. Ne? Und hier werde ich jetzt meine 3D-Druckwerkstatt einrichten. Mit Versand und allem. Da brauche ich nicht immer wegen jedem Teil und wegen jemandem Keller und. Ist angenehmer und ich kann hier gleich fahren. So. Das heißt, den Tisch räume ich erstmal zur Seite. Ich weiß noch nicht, ob ich den nachher so als Packstation benutze oder so. Jetzt geht jetzt erstmal alles weg. Hier kommen jetzt Unterschränke und Hängeschränke hin. Und erst habe ich mir gedacht, ach, das baust du alles selber. Aber bei den Holzpreisen heutzutage, ganz ehrlich, ich habe mir von Hornbach die billigsten Küchenmöbel geholt, die es da gibt. Unter- und Oberschränke. Hat zwar nur 50er Bautiefe, reicht aber für diese Sachen absolut aus. So, und dann werden wir mal anfangen. Ja, aufbauen, hinstellen. Ne? Schauen wir mal. Ja, man soll es sich so einfach wie möglich machen. Ne? Also das da drauf, hier drauf aufbauen. Alter, man muss sich nicht so bücken, ne? Ja, klar. So, das haben wir schon mal eine Rückwand. Eine Rückwand. Vorgefertigtes Seitenteil. Tür. Noch eine Rückwand. Ich mache hier ein Unboxing, ne? Arbeitsplatte. Es ist nur eine 50er Bautiefe, wie gesagt, aber oh, okay. Das passt schon. Was brauchen wir an Werkzeug? Kreuz, 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 alles Kreuz. Kreuz und ein Hammer. Und man nimmt. Ist ja alles im Keller. Ne? Unterschränke habe ich fertig. Es hat jetzt, ja, ich habe eine lange Pause gemacht, dreieinhalb Stunden gedauert, bis das hier so stand. Jetzt werde ich das nur noch zusammenschrauben, die Platten oben fixieren, Türen dran machen und dann mache ich für heute Feierabend. Hängeschränke kommen auch noch dran. Ich möchte gerne die Drucker hier stehen haben und dann die Filamentrollen hier unten drunter anschrauben, dass man schön in einer Höhe wechseln kann und das wird super werden. Das wird ein ganz, ganz tolles Ding werden. So, das richten wir doch alles aus. Jawohl, ist das schon. Ja, da muss ich noch ein Müh unterlegen hinten. Ja, da auch noch ein bisschen. Kriegen wir hin. Ich schraube das eben zusammen. Wir sehen uns gleich. So, der steht raus, der steht raus. So wie das aussieht, ist diese Linie hier hinten zu weit nach links gekommen. Löst das nochmal, schiebt das nach rechts, schraubt es an. Dann wird sich das alles so wieder ausrichten. Hoffe ich. Ich mache das jetzt mal. Thank you.
So, ich baue die ganze Scheiße da hinten nochmal auseinander, schiebe das alles dran, richte das aus, schraube es an. Wir sehen uns morgen. Ja, das hat mir doch keine Ruhe gelassen. Es ist halb 10, ja. Aber ich habe das Ding hier aalglatt, frontenglatt. Der Boden, der sackte in dem Bereich auch wieder ab. Ja, da muss ich was unterlegen, da unterlegen. Wenn ich Möbel baue, baue ich immer verstellbare Füße unten drunter. Ich weiß auch warum. Ah ja, wir haben's. So, ja, ein neuer Tag, ein neues Glück. Wir machen weiter mit den Hängeschränken. Die werde ich wahrscheinlich sogar ohne Türen machen, weil ich da mein Lager sozusagen reinpacken will. Sollte eigentlich schnell gehen. Zur Befestigung habe ich mir gedacht, weil ich mir so eine Art French Cleat Leiste, eine Leiste dran, dran hängen, bin ich gerade. Das ist hier so, ne? Was ich nochmal verbohren, da ist so ein Schwemmstein. Das wird sowieso schwierig, da was zu befestigen. Wir schauen mal, ne? Nebenbei schaue ich mir eine Netflix-Serie an. Ne? So kann man multimedial arbeiten. So. 54 Minuten und eine Serienfolge später sind die Oberschränke fertig montiert. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier rein mir eine French-Cleat-Leiste noch draufschraube. Ja. Da eine längs mache. Vielleicht die Sachen sogar absäge, dann kann ich eine lange Leiste machen. So machen wir das. So, schlechte Lichtverhältnisse, da arbeiten wir noch dran. Ich werde hier, wie gesagt, eine French-Cleat-Leiste machen. Dazu muss ich das hier ausspannen, damit die durchgehende Leiste auch da reinpasst. Ist hinten in den Schränken und sieht keine Sau. Ja, das ist außen, das ist innen. Das ist da. Gut. Warte. Ich muss euch einmal den Rücken kehren. Egal, die Schränke sind nachher zusammen, sieht keine Socke. So. So, ich muss die Schränke etwas höher hängen, da mein höchster Drucker bis jetzt 70 cm hat und ich ein paar Zentimeter ja noch Luft habe, wenn man sieht, was kommt. Ne? Ja, das heißt, ich habe jetzt hier meinen Laser wieder aufgestellt von Bosch. Ich mache mal das Licht aus. Warte. Oh, da seht ihr das auch, ne? So, da werde ich jetzt unterkante Holz schön Leisten anbauen. Wir gucken mal. So, ich fange jetzt gar nicht erst an zu kleckern. Ich habe hier noch vom Poolumbau diese schönen Tox-Dübel und Edelstahlschrauben. Die drehe ich jetzt voll rein, weil wenn die sich reindrehen, ziehen die den Dübel zusammen. Die sind sehr... Ich hoffe, dass ich das festkriege. Und wenn mit vielen, vielen Schrauben. Wir schauen mal. Loch habe ich schon mal reingemacht. Hammer. Hammer auch. Und dann... Upsala. Schauen wir mal. Es ist schon mal schön, wie er reingeht. So. Du nicht, du. So. Wir schauen mal. So, den legen wir erstmal ab. Oh, ne. Ich gehe mal drauf. Ja.
Das hält, hoffe ich. Nicht in der Mitte draufsteigen, genau. So. Augenblick naht. Jetzt werden wir mal versuchen, diese Sachen anzuhängen. Jetzt hoffe ich mal, warte mal. Mal eben gucken. Ja, wenn ich sie schräg halte, passt das rein. Okay. Wiegt ja nicht viel. Ah, geht. Geht. Passt, sitzt, wackelt, hat Luft. Ne? Also so gefällt es mir. Müssen wir nur noch alles ein bisschen sauber machen. Dann werde ich mir die Drucker hochholen und gucken, wo ich die Steckdosen setze. Die werden dann von unten eingeführt. Dann mache ich die einfach so Doppelsteckdosen oben drauf. In gewissen Abständen ziehe ich Kabel von unten durch. Das sollte nicht das Thema sein. Ja, und dann heißt es alles hochholen, einräumen. Dann wird eine Schlepperei. Das tue ich euch nicht an, das ist langweilig. Ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie das jetzt fertig aussieht. Fertig, hat ein paar Tage gedauert, muss ich dazu sagen. Es war auch viel durcheinander und bla 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 und ich habe noch viel um die Ohren. Das wird jetzt meine Drucker fahren. Den Alpha-Weiß werde ich nochmal abgeben. Den Ohrtour da vorne auch und ich werde mir noch vielleicht noch einen Lotnex dazu holen, damit die alle gleich sind, ist für mich einfacher mit dem Slicen, mit dem Einstellen, mit dem Reparatieren und so. Zu viele Geräte, da musst du überall vorhalten für irgendwelche Sachen. Das will ich nicht, das muss ich nicht haben. Für mich ist es dann, ich muss dann eher produzieren können. Jo, ich denke mal, das war's. Ich habe dieses Video jetzt, wollte jetzt keine Mehrteile daraus machen. Ich werde demnächst mal eine Kamera da installieren, dass ich das hier aufnehmen kann. Kommt noch alles. Ein Tipp habe ich noch. Wenn ihr mal von mir so einen Absaugschlauch, haltbar, wenn ihr mal so einen Absaugschlauch von mir bestellt, der kommt in drei Teile an, ja? Sowas, sowas, sowas. Und wenn ihr die zusammenstellt, bitte ganz einfach, ne, lieber jetzt mit dem, Moment, beherzt zusammendrücken. Ja, das geht also wunderbar. Und zieht sie bitte nicht auseinander. Denn dann reißt meistens oben der oberste Ring ab. Die sind für einmal gedacht, die gehen auch am Anfang sehr schwer. Keine Bange, es wird leichter werden, aber je schwerer, ja, umso schöner kann man das doch fixieren. Also, aus gegebenen Anlass habe ich das mal erklärt. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Demnächst wieder mal, ich denke mal ein Projektvideo oder vielleicht wieder Umbau, ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal, ich weiß auch noch nicht, wann ich das Video sende. Ist alles im Fluss. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich. Bis zum nächsten Mal, euer Lutz, euer Geiler. Tschüss. Sie haben gesehen Video von Let's Geiler. Sie können abonnieren da. Sie können da neue Filme gucken. Wenn Sie es nicht verstanden haben und das nicht können, kann ich Ihnen Juri vorbeischicken. Ich kann Ihnen das gerne zeigen.